Recht herzlich willkommen zur 66. Folge von Simotrans. Wir sind im Spiel. Unser Bus, den wir hier gemacht haben, überholt gerade fleißig für unsere Touristen, die wir hier sammeln und dann wahrscheinlich hier zum Hafen bringen. Da hinten sind Arbeiter gewesen. Ja, wir müssen noch gucken. Hier stehen zwei Leute. Klappt daneben ist auch vorbei. Nicht das Fragezeichen, sondern das X. Ja, die sind hier unterwegs mit Stück gut, das läuft. Ist die Frage, wo das andere Schiff ist. Oh, da unten ist es schon. Das ist ja schon richtig schnell unterwegs. Hätte ich jetzt nicht mitgedacht. Das war ja für die Bohrinsel, die hier oben irgendwo rumschwimmt. Wenn man von Schwimmen sprechen kann. Hier ist sie, ne? Da. So, jetzt noch die Frage, wo ist das Passagierschiff? Das hätte ich auch gerne gerade noch angeklickt. Da ist es. Ja, wenn wir das dann kriegen. Na, schade. 298 Fenster auf für Wasser. Geht nicht, ne? Da ist es. Stunden später. Passt irgendwas nicht, dass das so schlecht mit dem Anklicken ist. So, hat Passagiere für 1000 Sachen. Jetzt muss ich nur gerade mal runtergehen, weil ich weiß jetzt nicht, Adolf Zell. Nee, das war Döbeln. Und das waren irgendwas mit Elbtunnel da, ne? Döbeln, Waldweg halten. Döbeln, Adolf Zell, Döbeln. Zuckerfabrik, ne? Ich glaube, das ist keiner drauf, der da hin möchte. Ist jetzt aber auch nicht so wild, ne? Das wird halt schon werden noch. Der Bus fährt gerade ab. Wie viel hat er hier hingebracht? Oh, 22 Passagiere warten. Das ist schon was, ne? Sind denn noch welche drauf? Nein, können ja nicht sein, weil noch kein Schiff da war, ne? Okay. Dann müssen wir gucken, ob wir da nicht mehr machen müssen, ne? Jetzt fährt er ja gerade hier weg wieder. Hat aber keinen mitgenommen. Oh, wir können ja mal drauf bleiben gerade. Da ist noch eine Haltestelle, auch niemand eingestiegen. Jetzt fährt er zur Fabrik da, zur Südfrüchtefabrik. Die werden auf jeden Fall geliefert. Weiß ich nicht, das ist ein Handelskontor oder wie war das? Oh, deutscher Importeur. Ja, ist ja fast das gleiche, ne? Da ist auch nichts. Lass mal gerade im Moment schneller laufen. So, kriegt er hier Passagiere? Glaub auch nicht, oder? Nö. Dann fährt er wieder zurück. So, passiert hier jetzt was? Nö. Da hat er einen abgeholt, okay. Reichweite ist aber nicht hier, sondern woanders, okay. So, jetzt kommen noch ein paar Leute zu, oder nicht? Jep, 9, also 8 dazu. Und die bringt er wieder da ein. Und da stehen halt noch schon, oh, da sammeln sich auch von dem Dingens automatisch welche an, also passt. Können wir so lassen, würde ich sagen, ne? So, eben hat man das Schiff da, das ist jetzt hierhin schon tatsächlich. Ja. Wird sich jetzt langsam fortbewegen alles. Dauert allerdings ewig, bis irgendwelche Schiffe hier sind. Hier hatten wir vorhin den Passagierdampfer, ne? Wo ist denn der jetzt am Rumfahren? Ah, da. Okay. So, gucken wir mal die Städtchen noch an. Der eine Zug, der muss ja da auch noch warten, bis er Öl kriegt. Das hatten wir ja auch, ne? So, die haben da runtergebaut, hier ein bisschen rüber. Ja, erweitern sich auf ihrer Fläche, ne? Hier ist alles gut. Ne, andersrum, so rum. Dann gucken wir hier rein. Zap, ein bisschen reingezoomt. Hier ist noch alles im Bereich drinne. Ja, hier unten kann sich nichts ändern, weil das wird sich nicht erweitern von alleine.
So, gucken wir nach Floto. So, einmal darunter. Floto ist aber auch nicht irgendwie anders geworden, ist noch alles gleich. Paldeck war hier, ne? Ist auch noch abgedeckt. Dann nach Sonderhausen. Da liegt Schnee in Sonderhausen. Ist auch alles abgedeckt. Und dann haben wir unten noch Lauter. Lauter hat aber kein Schnee. Ist auch noch nichts. Können jetzt mal die Karte aufdecken und dann gucken wir, dass wir da oben unten hinkommen. Noch Döbeln hier. Döbeln ist noch abgedeckt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns Radolfzell an. Jo, alles abgedeckt. Weiter nach Adenau. Und hier ist auch alles abgedeckt. Passt noch alles. Wunderbar. Gut, dann haben wir hier nichts mehr zu schaffen. Jetzt müssten wir mal gucken. Hat man hier einen Stau irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Doch, den haben wir da wieder. Hier läuft es wieder nicht. Das Problem kennen wir, irgendwie hat das hier nicht gefruchtet, ne? Also, was machen wir da? Das ist die Frage, ne? Wie kriegen wir das hier in den Griff, dass das funktioniert? Ich glaube, den LKW schicken wir erstmal wieder weg. So, dann fährt der nächste. Ist das nur dieser LKW, der das Problem ist? Ich weiß nicht. Ja, der hat angeliefert, glaube ich, ne? Fährt aber durch. Der ist richtig. Der hat entladen. Fährt auch weiter. Auch der hat wahrscheinlich einen Zwischenstopp oder was. Passagiere warten hier, sonst nichts. Bier wird nicht gebraut, einfach aus dem Grunde her, da kommen jetzt 10 Paletten. Weil hier nichts angeliefert wird, ne? Das ist das Problem. Ja, müssen wir eigentlich gucken, wer hier Details, welche Linien hier ankommen. Hopfen, Getreidebrauerei, Brauerei, Markt. Busverbindung haben wir auch. Das ist jetzt hier. Ja, die Linie mit den LKW. Ja. Der kommt jetzt wieder. Blockiert gleich wieder alles, ne? Ich bin da kurz davor, den auszumustern. Kommt's vor, als ob er hier den Ärger macht, auf Deutsch gesagt. Fährt aber weg. Läuft also gerade. So, und jetzt kommt gleich wieder ein Trecker, der uns die Dingens bringt, oder? Haben die gerade genug? Ist keine Gerste, fehlt wieder, ne? Gerste kommt gerade nicht. Ist da irgendwo anders ein Stau aufgebaut werden? Hier unten dann, ne? Jo. Blockiert. Warum ist hier blockiert? Warum fahren die da nicht rein? Das ist wieder die Frage, ne? Lass den mal wegfahren. Rückt da einer auf oder? Ja, es rückt einer auf. Wird aber nicht voll gemacht. Wird hier gerade nichts produziert oder was? Ist alles da, wird nur nicht abtransportiert. Das heißt, die Kette muss ja auch noch hier hinten irgendwo. Das
Bier wird hier hingebracht, ne, oder? Und die haben genug Bier wahrscheinlich, ne? Nö, auch nicht. Das ist jetzt unerklärlich, warum da nichts passiert. Hier ist keine Gerste mehr. Hopfen ist auch schwach. Das versteht jetzt keiner, ne? Lass den wegfahren. Wieder falschen Knopf erwischt. Nochmal, kann es doch nicht sein, oder? So, der fährt jetzt mit einem Anhänger voll irgendwo hin. Die warten alle schön, aber keiner weiß, wo die hin sollen. Jetzt wird die da nicht geladen, ne? Ist schon komisch, ne? Nächste kommt. Okay, jetzt ist dann ein Trecker noch hinterhergefahren. Jetzt fahren auch komischerweise ein paar. Aber ich weiß nicht, wo der Zusammenhang hier liegt. So, mal draufklicken. Den rausfahren. Da steht ja auch schon zwei, ne? Und wieder stehen sie und werden nicht beladen. Komisch, komisch, komisch. Ach, das, die fahren zur Norddeutschen Mühle, deswegen, da sind zu viele unterwegs, oder wie sehe ich das? Das ist ja woanders dann. Dann fährt er auch zur Norddeutschen Mühle, oder? Dann würde ich sagen, fahren den mal ins Depot, wenn da zu viele sind gerade. Beziehungsweise, ja, fahren ins Depot. Hätte ich gesagt, können die auch zur Kloster Brauerei fahren, ne? Ja, die zur Klosterbrauerei fahren jetzt durch. Hier steht wieder einer. Wieder Norddeutsche Mühle. Das heißt, den schicken wir jetzt auch gerade weg. Nee, Quack. Der kann auch zum Depot. So, und einer muss wenigstens frei sein, dass die auch anliefern können dann, ne? Für den Klosterhof. Und da. Nochmal. Auch zack zum Depot. Gut. So, jetzt kommen die. Ah, da ist wieder einer. Auch wieder Norddeutscher, ne? Sind einfach zu viele für eine norddeutschen Mühle da. So, jetzt muss es aber klappen, oder? Die fahren permanent und ständig jetzt durch. Wunderbar. Die sind angekommen. Die lassen einfach stehen. Obwohl der ungünstig steht und der auch. Aber das ist jetzt so. So. Jetzt müssen wir nur hier gucken, ob da nicht wieder Stau ist. Nö, ist sogar noch nicht mal. Nee, hier passiert alles. Noch. Wer weiß wie lange. Gut, das funktioniert also. Den lass drauf erstmal sitzen. Müssen wir weiter gucken. Linie kann zu. Dies ist, glaube ich, dazugekommen, das Stück Straße. Aber wir können jetzt mal hier weiter gucken nach Döbeln nochmal. Vielleicht ist ja auch was in der Zeit gewachsen. Wir haben ja wieder vorgespult. Nö. Was sagt lauter? Nicht gewachsen.
ist auch. Also wachsen tut das wahrscheinlich überall, aber nicht über die Grenzen hinaus. Jetzt habe ich falsche Taste erwischt mit Sehenswürdigkeiten. Nicht größer geworden. Und hier ist auch nichts passiert. Gehen wir nach Redenburg. Da ist auch alles gut. Obwohl hier wird es irgendwann passieren, dass da was rausgeht, oder? Dann fehlt noch Hardexen und das andere Ort weiß ich nicht mehr. Hardexen und Altena. Altena. Gut, wunderbar. Die haben wir Adenau. Gerade noch hin. Und einmal gucken. Wo ist es? Das ist eine Bahnlinie. Alles abgedeckt. Alles gut, also. Okay. Gut, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.